Hallo Leute, grüße euch bei meinem neuen Videoblog. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, im Intro habt ihr es vielleicht schon gesehen. Es geht diesmal um ein, ja, würde mal sagen, großes Fest. Und zwar 40 Jahre Sorin Club Hohe Wand, kann man fast gleichsetzen mit 40 Jahre Fliegen an der Hohen Wand, also was Hängegleiter und Paragleiter betrifft. Paragleiter noch nicht so lang, aber die Hängegleiter. Ja, und da gibt es natürlich was zum Feiern. Ja, wie ihr vielleicht auch schon wisst, ihr habt das hier in den Kanal vielleicht auch schon gesehen, ich habe jedes Mal in den letzten Jahren beim Sorin Club Sommerfest immer ein bisschen mitgefilmt. Und das war natürlich auch der Rahmen zu den 40-Jahr-Feierlichkeiten des Clubs. Da gab es aber sehr interessante Interviews, Statements, aber naja, ich mag nicht zu viel voraussagen. Ich werde das dann in den nächsten Minuten, kann man eigentlich fast nicht sagen, weil es gibt ja einiges zum Sehen. Ein bisschen was konnte ich auch dazu beisteuern mit alten Aufnahmen noch vom Hänge- und Paragleiten von der Hohen Wand. Die sind zwar von der Qualität, ja, damals war es halt nicht besser und auch natürlich durch die Lagerung nicht gerade besonders gut, aber trotzdem sicherlich interessant zum Anschauen. Viel Spaß mit den folgenden Videos, kann man ja fast sagen, und der Wind blast schon wieder durch und bis dann. Viel Spaß. Wir hatten wieder einmal Wetterglück. Die Sonne lacht, und zwar entgegen der ursprünglichen Prognosen. Obwohl es diesmal leider auch kein Flugwetter gab, trafen nach und nach immer mehr Gäste ein, oft auch mit Begleitung, um die 40 Jahre Sorin Club Hohe Wand zu feiern. Zu diesem Anlass gab es natürlich ein großes, umfangreiches Festprogramm. Es gab auch so manche alte, sehenswerte Ausrüstung zu bestaunen. Ja, wow! Wahnsinn! Das ist ein Oldtimer! Spezialverschluss. Old School. Old School, genau. Und Held. Der Rest hat es gegeben zu der Zeit. Man kennt sich nicht mehr aus bei seinem Tier. Ja, du hast aber eh schon Schnellverschlüsse gehabt. Das war so ein X-Ding. Hast du mir nur zugenommen, es passt dann nicht mehr. Das ist verrückt. Na, da waren wir ja ein bisschen jünger. Ja, eine Zeit lang waren die Kreuzgurte sehr, sehr aktuell und gefragt. Weiter geht's mit dem ersten Highlight der Festlichkeiten. So mancher Pilot hatte noch so ein richtiges Schätzchen bei sich zu Hause liegen. Gemeint ist eine alte Ausrüstung aus den frühen Tagen der Gleitschirmfliegerei. So konnte man Schirme aus den 80er und 90er Jahren bestaunen. Bei manchen Gleitschirmern meinte man, dass diese neuwertig sind. Die Kappen raschelten noch so richtig. Und jetzt Action! Ziel war es, möglichst alle Gleitschirme gleichzeitig aufzuziehen, um schöne Bilder zu ermöglichen. Dies war aber gar nicht so einfach, da die Windbedingungen recht unberechenbar und sehr schwierig waren. Danach konnte sich jeder einmal versuchen, so einen Gleitschirm-Oldtimer kontrolliert in die Luft zu bekommen. Und das war wahrlich nicht immer ganz so einfach. Die Starteigenschaften heutiger moderner Gleitschirme lassen sich mit den damaligen überhaupt nicht vergleichen. Aber wie heißt es so schön? Wurscht, Spaß macht's. Wie gesagt, ich kriege nicht den Hof mit so schnell, aber bei dir. Und nun ein paar technische Schmankerln. Flächensteuerung, bitte Steuerleine, Flächensteuerungsgriff, also auswählen, Umlenkrolle, und damit wurde die Fläche
verwunden, um eine Kurve flach zu fliegen. Flächensteuerung anno 1989. Ein Verwinden der Fläche über eine Seilrolle. Die Steuerleine wurde dabei nicht betätigt, um ein flaches Kurvenfliegen zu ermöglichen. Wahnsinn, der Stange ist unglaublich. Ja. Von der hohen Wand habe ich ein paar Brüdeln von starkem Wind, wo meine Ferne geflogen wird. Super. Ja, da kommen Erinnerungen auf. Der erste Gleitschirm, von dem man wirklich von Gleiten sprechen konnte. Baujahr 1987 mit einer Gleitzahl von 3,5+. Gottfried Zach und die Gründungsmitglieder Wolfgang Zach und Erhard Grein. Nach der Action hat man natürlich Hunger und noch viel mehr Durst. Der Griller wird angeworfen. Und hier eine Übersicht der Sachpreise der abendlichen Tombola. Die Hauptpreise können sich wahrlich sehen lassen. Und weiter geht's mit Geschichte und Geschichten. Alle begrüßen, alle Ehrengäste, alle Mitglieder und alle Gäste, vielen Dank fürs Kommen an diesem schönen Nachmittag. Wir hoffen, dass morgen Flugwetter ist. Heute ist Wetter zum Feiern. Ich möchte beginnen, den Ingenieur, Herrn Ingenieur Roland Dunger, unseren Herrn Obmann, auch Vizepräsidenten des Aeroclubs, zu begrüßen. Ich glaube, die meisten von euch kennen ihn. Und vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie ein paar Worte an unser Publikum richten möchten. Bitte. Dankeschön. Ja, danke für die Einleitung. Vizepräsident vom österreichischen Aeroclub und Präsident von Niederösterreich. Also ich bin der Aeroclub-Zuständige. Und es freut mich sehr, besonders, dass ich eingeladen worden bin, weil ich eigentlich mit diesem Club, der ja jetzt 40 Jahre alt ist, eigentlich relativ, doch am Anfang ein bisschen in Verbindung war. Weil damals, 1978, bei der war ja damals der Wolfgang Zau nämlich vorhanden, den ich ja gut gekannt habe, Göstl Helmut, Zart Wolfgang, der ja auch hier anwesend ist, Kosl Raimund und Zenz Josef, die kenne ich ein wenig und dadurch gab es schon am Anfang her eine gewisse Verbindung. Ich habe aber dann auch ein bisschen nachgeschaut bei euch in der Geschichte und ich muss dazu sagen, alle Achtung, große Erfolge erzielt, unter anderem Zach Wolfgang, war einer der ersten Wettbewerbspiloten, dann Martin Jursa, den ich ziemlich gut auch gekannt habe, Vizeweltmeister, Landesmeister, Wolfgang Zach und dann auch noch der erste 100-Kilometer-Flug von Wolfgang Zach. 1991 habe ich gelesen, kommen die ersten Gleitschirme und beim Robert Reisinger wird dann FAI-5 Weltmeister und so geht es halt weiter und man kann hier eine große, große Anzahl von Top-Leistungen hier aufzählen. Aber in den 40 Jahren, muss ich dazu sagen, kenne ich ja auch ganz gut, weil mein Club ist auch jetzt 40 Jahre alt geworden und die ewigen Auf und Abs, das ist vorhanden, das kommt immer wieder vor. Aber es ist wirklich etwas Besonderes, wenn ein Club 40 Jahre alt wird. Ich kenne einige oder kenne relativ viele, die nach einiger Zeit aufhören oder sich aufteilen oder überhaupt nicht mehr sich auflösen. Aber es gehört natürlich auch hier ein Zusammenhalt der Mitglieder, ein besonderes Augenmerk natürlich von vom Vorstand her und noch vieles mehr. Was wirklich wichtig ist hier, nämlich dass so eine lange Zeit dieser Club besteht. Ja, zum Abschluss wünsche ich allen Mitgliedern des Säulenclubs hohe Wand für die Zukunft viele sportliche Erfolge. Sehr viele Jahre diesen Flugsport auszurichten, das ist wirklich ein großer Wunsch von meiner Seite her. Den Vorstand gute Nerven, viel Kraft und Engagement für die Zukunft.
keine Unfälle und für das heutige Fest gute Unterhaltung und viel Spaß. Und ich habe dazu das alte Logo ausgegraben. Das ist nicht, aber das dafür jetzt. Das ist unser altes Logo, geschaffen von habe ich gerade heute die Geschichte gehört. Gottfried Zach. Willst du ein bisschen was dazu erzählen, von dem, wie du es geschaffen hast? Kreiert hast, was ist toll ist, dass der Name geblieben ist, so ein Club Hohe Wand, aus dem Grund sind wir jetzt älter. Der Wolfgang Zahl erfunden. Der Zahl, Mikrofon, okay. Mikrofon bitte. Ja, und ich war damals in einer Batteriefabrik tätig und da hat man die Top-Qualität dieser Batterie hat man mit diesem färbigen Logo dargestellt und kaschiert und hat dann eine Untersuchung gemacht, mit Damen vor allem, wo greifen die hin? Auf verschiedenste Batterietypen. Und die Damen haben auf dieses Farblogo am meisten reagiert und dort hingegriffen. Da haben wir gedacht, na, warum soll ich das nicht übernehmen? Und habe also das so gemacht und halt dann eine Drachensilhouette da hineingesetzt und habe dazu diese Etikettenfirma Marzig aus Dreiskirchen, bei der ich so um 1 Million Schilling Etiketten gekauft habe, im Jahr dazu verdonnert, sie müssen mir das so machen. Ich habe ihnen nur nachgelassen, dass der Schnitt nicht in diese Konflikte, sonst hätten sie eigene Stanze machen müssen. Und habe ich gesagt, rechteckig, also genügt. Und die haben das also brav gemacht. Und der Hansi Gschissel hat sogar nur ein Backel gefunden. Ich habe nur mehr 5 gefunden. Aber er hat ja gefunden, vielleicht kann er euch die vererben. So, das zur Geschichte. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Danke. Ich bedanke mich herzlich. Etwas ausfindig gemacht. Und zwar die Gründungsurkunde. Der Herr Wolfgang Zahl war da maßgeblich beteiligt am 9. Mai 78. Und die ordentlichen Mitglieder Kosel, Raimund, Zach, Wolfgang, Vega, Gerhard, Heinz, Wolfgang und Kren Erhard. Wir dürfen herzlich begrüßen Herrn Zach Gottfried, haben wir bereits jetzt einführende Worte gehört. Der Herr Wolfgang Zach war da. Ich fürchte, der ist jetzt schon, war ihm doch zu lang gegangen. Ich glaube, die meisten von euch haben eh mit ihm gesprochen. Es ist ganz toll, dass er zu uns raufgekommen ist. Und wir dürfen noch begrüßen Herrn Erhard Krenn, Gründungsmitglied, ordentliches Mitglied. Und Erhard, jetzt bitte ich um ein paar Worte. Kommst nicht herum. Danke, Ich hab dich gewarnt. Ja. Nein, danke schön. Aber ich kann mich eigentlich gar nicht ganz genau erinnern. Das ist die ehrliche Antwort. Das ist ja so lang her. Aber wie gesagt, wahrscheinlich war das ja so, dass ich habe müssen bedienen, ein bisschen wieder im Gasthaus die Leute von dem Vorstand bewirten. Und habe gar nicht selber viel Zeit gehabt. Ja. Es steht da mit Sitz Meiersdorf Gasthof Postel. Ja, aber ich gesagt, in Wirklichkeit, ja, das ist sehr schön, dass ich da dabei war. Und, aber so richtig erinnern kann ich mich gar nicht mehr, dass das passiert ist. Ja, aber ich gesagt, es war eine Zeit, wo der Zach, also der Wolfgang, wir miteinander dann angefangen haben, natürlich auch mit dem Startplatz. Das war dann noch einer. Ja, das war ja die Zeit, weil er ja was braucht hat, um seine Schüler zu unterlassen, nicht auf der Gitter, sondern auf einer normalen Wiesen. Und dann habe ich angefangen, den zum Bauen da drüben. Der Wolfgang hat angeschafft und ich habe gebaut. Das war ja, mehr kann ich eigentlich dazu alle sagen. Danke für das Mikrofon und ich glaube, du kannst besser. So, gleich mal eine Preisfrage. Die Drachenfliege unter euch, was ist das? Ich habe es aufgeschrieben, aber... Sarl steht jedenfalls drauf. Ja, genau. Aber das ist ein Name, den man kehrt, der Schirm. Wolfgang Zarl. Das ist genau. Ein Rogallo, meinst du, oder? Nein, es ist kein. Ist es ein Rogallo noch? Ja. Icarus. Icarus Rogallo. Ja, aber es ist noch ein Rogallo. Der Peter Kaiser war heute da, 1975. Du
Du auch? Mit sowas wirklich? Ja, mit sowas. Ist das, oder? Ja, ja. Mit sowas habe ich gelernt, ja. Und los geht's mit den alten Aufnahmen. Wolfgang Zadl hat mir vor über 15 Jahren diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Es dürfte sich hier um die Landesmeisterschaften handeln, die 1980 noch in Grünbach an der Hohen Wand geflogen wurden. Gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen, bitte weitergehen. Noch ein paar Aufnahmen vom klassischen Südstadtplatz beim Gasthof Postel auf der Hohen Wand. Man beachte, kein Skywalk. Weiter mit Geschichte und Geschichten. Robert erinnert sich. War damals sehr elitär.
Weil ich glaube, wir haben damals gesagt, 100 Leute dürfen maximal da sein, oder? Ja. Und ich kann mich erinnern, der Otmar Fafelberger, der leider vor 3 Jahren ist her, da drüben am Grat mit dem Segelflieger abgestürzt ist, hat damals auch schon seinen Sohn angemeldet, gleich nach der Geburt, dass er dann überhaupt eine Chance hat, wenn er alt genug ist, dass er in den Verein kommen kann. Ja? Also das war so eine Zeit. Und wenn ich mich auch recht erinnere, das habe ich jetzt erst mit Erhard da besprochen, Hansi, war das die Zeit, wo wir plötzlich vor der Herausforderung gestanden sind. Also ich war da Obmann-Stellvertreter. Und wir sind da vor der Herausforderung gestanden, dass die Landeplatz-Eigentümerin, glaube ich, war eine Frau, wenn ich mich recht erinnere, von den Jägern, von der Jägerschaft ein Angebot bekommen hat, egal was wir zahlen, sie zahlen das Doppelte, wenn es uns die Landewiese nicht gibt. Also es war eigentlich essentiell für uns, eine Landewiese zu haben, und das war kurzzeitig so, oder ich glaube, wir haben da relativ lang gelitten, dass es eigentlich geheißen hat, wenn wir keine Landewiesen haben, können wir nicht fliehen. Und dann die Jäger, die waren nämlich damals der Meinung, wir vertreiben das Wild von der Südseite. Und sind da gekommen und haben gesagt, eh klar, wir vertreiben das Wild. Dass da 5000 Leute auffahren an einem schönen Tag, das haben sie nicht dazu gesagt, und dass die Spaziergänger da auch da was da, aber wir vertreiben das Wild. Wesentlich war damals, dass der Erhard, glaube ich, viele Ebenen in Bewegung gesetzt hat, dass du nämlich erstens einmal mit den anderen Bauern unten geredet hast, was ich mich recht erinnern kann, um Alternativwiesen zu kriegen. Dann haben wir ja eine zweite Landewiesen dann irgendwann einmal schon gehabt damals. Und dann ist dieser Bann gebrochen worden, weil dann haben wir doch die alte auch wieder gekriegt. Ich glaube, der Neid, ja. Und, also das war eine harte Zeit. Ja, man müsste mich erinnern. Jetzt bin ich auch schon dort, das heißt, man müsste mich erinnern an irgendwas, dann fällt es mir noch ein. Ja, es muss auch Zeiten geben, wo es nicht fliegen hat, wenn es starten hat dürfen. Auf der Zeit her, genau. Mit, eine Zeitbeschränkung. Ja, eine Mittagsbeschränkung haben wir auch. Ja, eine Zeitbeschränkung. Zeitbeschränkung. Das war damals so, weil wenn da ein Flieger startet, dann schauen die Leute, am Flieger hat er verstanden, dass auch Unfälle passieren. Das sind die Unfälle. Genau, das ist auch. Und zum Glück haben sie jetzt ein Passarelle gebaut, dass sie nicht mehr aufsehen. Ne? Nein, an der Straße. Ja, und wenn jetzt aber da eine mit der Mini. Mit einem Mini geht, was ist denn dann? Wir sind es auch verbieten, gell? Weil sowieso. Vielleicht länger sogar. Nein, es hat sich aber nicht lang gehalten dann in Wirklichkeit. Das war eine kurze Aktion. Aber es hat es gegeben. Ich weiß, kann mich erinnern. Ja. Es war nichts, ja, was nicht erfunden haben, nur das unter unterbinden, dass die Fliegerei aufhört. Ja. Das habe ich gefunden, das haben heute schnell abfotografiert beim Postel drinnen. Und da steht 1987. Der Hochleister, ja. Firebird. Ja. Mhm. Wer ist denn geflogen? Weiter geht's mit alten Aufnahmen vom Gleitschirmfliegen über der Hohen Wand. Der erste Start war bereits 1986 von Michael Greffner. Gelandet wurde fast ausschließlich auf der Weide Meiersdorf am Fuße der Hohen Wand. Die Gleitleistung reichte damals kaum, um in die Talmitte zu kommen. Gestartet wurde vom Klippenstartplatz, also den Südstartplatz, den Oststartplatz gab es damals noch nicht. Der Oststartplatz wurde erst 1990 angelegt. So gab es damals noch nicht so viele Gleitschirmpiloten wie heute auf der Hohen Wand. Dies wird wahrscheinlich eben daran gelegen sein, dass es nur den Klippenstartplatz gab. Und die Gleitschirme waren damals wahrlich keine Startwunder. Um damals auch mit dem Gleitschirm längere Flüge genießen zu können, bedarf es einen stärkeren Wind und oder zusammen auch eine stärkere Thermik. So mancher Hängegleiterpilot muss uns damals wohl recht belächelt haben, denn die hatten mit dem Wind keine Probleme. Bei den Gleitschirmfliegerpiloten konnte man aber bei stärkeren Windern schon mal so manchen spektakulären Start beobachten. Hier ist im Hintergrund das noch verwachsene zukünftige Oststartplatzgelände zu sehen. Thank you.
Die damaligen Gleitschirme waren bei weitem nicht so schnell wie die heutigen. So kam es manchmal bei stärkerem Wind schon zu ein wenig Problemen. Trimsysteme waren noch in der Entwicklung und Fußbeschleuniger in weiter Sicht. So kam es eben halt einmal vor, dass man bei stärkerem Wind nicht mehr gegen diesen ankam und in den Bäumen landete. Der hier hatte aber Glück. Man möchte ja schon fast von den wilden 90ern sprechen, was das Gleitschirmfliegen anbelangt. Die Schirme wurden immer besser, aber leider auch immer anspruchsvoller. Noch halten sich Hänge- bzw. Paragleiterpiloten auf der hohen Wand die Waage. Denn was Leistung und auch Sicherheit anbelangt, da hatten die Hängegleiter noch die Nase vorne. Noch starten die meisten Paragleiterpiloten vom Südstartplatz. Nur dieser hat seine Tücken noch immer nicht verloren. Piloten, die unser Fluggelände kennen, wissen, dass dieser Baum hier nicht mehr steht. Ja, warum wohl? Der eiserne Vorhang war gefallen. Und so besuchten uns immer wieder mal größere Gruppen von ungarischen Piloten. Dies aber auch mit doch eher älterer Ausrüstung, manchmal sogar selbst genäht, aber mit riesengroßer Begeisterung. Damals hieß es nicht die Russen kommen, sondern die Ungarn kommen. Warum, seht ihr gleich. Aber auch die einheimischen Piloten hatten mit ihren schwierig zum startenden Hochleistungsschirmen auch so ihre Problemchen. Zum Glück gab es keine gröberen Blessuren. Das betrifft auch unsere ungarischen Gäste, die da schon so manche Einlage lieferten. Auch damals war das Toplanden schon Thema, aber wie ihr gleich sehen könnt, war das ungleich schwieriger wie heute, denn es gab da deutlich mehr Hindernisse, wie eben die Zäune und auch eine querende Stromleitung. Diese Hindernisse gibt es heute nicht mehr.
da die Gleitschirme schon sicher besser überhöhen konnten, also bessere Leistung hatten, war das Toplanden für diese auch schon möglich. Man glaubt es kaum, aber hier der Beweis. Selten aber doch ist Zach Wolfgang mit dem Gleitschirm geflogen. Und das gar nicht mal so schlecht. Aber dennoch, er ist und bleibt ein Drachenflieger. Ein Tandem-Hängegleiter im Landeanflug. Damals bot Daniel Krulig Tandem-Hängegleiterflüge an. Obwohl es schon den Oststartplatz gab, starteten die meisten Paragleiterpiloten immer noch vom Südstartplatz. Dies oft, weil es vom Südstartplatz einfacher war, in die Aufwindbereiche zu kommen. Der Oststartplatz war bei weitem nicht so schön ausgebaut wie heute. Er war viel schmäler und unten waren die Bäume hoch. Damals gab es auch noch nicht den zweiten Landeplatz in der Talmitte, sprich in der neuen Welt. Hier landeten wir auf den altehrwürdigen Drachenlandeplatz, den es schon seit Bestehen des Sörenclub Hoevant gibt. Es wurde auch weiterhin auf der Weide Meiersdorf gelandet. Damals gab es da aber auch mannshohes Dornengestrüpp. Und wenn da der Gleitschirm hineingefallen ist, oh je. Hier zu sehen Wolfgang Zach bei der Schulung vom Hängegleiterpiloten. Damals hieß es noch Flugschule Puchberg. Und zwar deshalb, weil das Übungsgelände zwischen Buchberg am Schneeberg und Losenheim lag. Seit 2001 gab es wieder, nach einer mehrjährigen Pause, eine Flugschule auf der Hohen Wand. Die Flugschule Fly Hohe Wand, bei der ich Mitgründer war. Diese veranstaltete 2002 ein ganz großes Fest, das Summer Opening, dem Vorgänger des Sommerfests des Sörenclub Hohe Wand. Auch damals spielten die Gleitschirm-Oldtimer eine Rolle. Es gab ein Wettrennen. We'll be right back.
Es kamen auch Fallschirmspringer aus Wiener Neustadt zu Besuch vorbei. Diese hatten mit dem starken Westwind kein Problem. Am Folgetag gab es dann Flugwetter, bei der es auch ein paar ganz nette Attraktionen gab. Zu der Zeit waren die Renegades die angesagte Truppe. Und zwar zeigten die hier einen Bass-Sprung von einem Tandem-Paragleiter. Nicht nur der Fallschirmsprung war spektakulär, sondern auch die Top-Landung danach des Tandempiloten ganz alleine bei thermischen Bedingungen. Wir sind wieder im Jahr 2018 angekommen und es geht gemütlich weiter. Mit Speis und Trank geht es Richtung Tombola, den nächsten großen Highlight der 40-Jahr-Feier des Sorgenclub Holwand. Genau, so ist das schon gut. Super, hey, perfekt. Jetzt haben wir die Kuchen. Ui, jetzt müssen wir mal gleich denken. Aber das ist ein bisschen sehr viel Besuch. Oliver, selber ein begeisterter Flieger, und Tom lieferten das geniale musikalische Fundament für einen gelungenen Festabend. Während man sich begeistert alte Fliegervideos ansah, fieberte man den letzten Highlight entgegen, der großen Tombola. Der Martin Bieslinger macht die Verlosung. Martin Bieslinger. Vergessen Sie alles, was die Vorrednerin gesagt hat. Danke! Es gab viele tolle Sachpreise zu gewinnen, unter anderem aber auch recht viele Hüfttaschen. Das erheiterte so manchen, vor allem wenn man zwei gewonnen hat. Jawohl. Gratuliere, viel Spaß rund ums Mittelmeer. Wunderbar. Es geht um die Top 3 Preise. Den U-Turn Retter. Jetzt wird aber genau geschüttelt und. Eine befangene Person. Also 349. 349, ja! Zettel. So. Sehr schön. Jawohl, der Retter gehört dir. Ja. Kannst du ihn tauschen? Ja. Preis Nummer 2. Das ist der Skytrax 3.0. So. Inklusive allem, Fahrnet und Flamm. 334. Gratuliere. Und jetzt
kommen wir zum Hauptpreis. Achtung! 247. Oh, gratuliere! Die glücklichen Gewinner der Hauptpreise. Man freute sich aber natürlich auch, wenn man nicht den Hauptpreis bekommen hat. Ein äußerst gelungenes Fest. Da bleibt nur eins zu sagen, noch viele, viele Jahre dem Sören Club Hohe Wand. Ja, das war's schon wieder mal mit dem Videoblog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich habe die Aufnahmen toll gefunden. Vielleicht ein paar so nette Infos über das Fluggebiet gehört, was sie so getan hat. Ja, zum Erzählen gibt da ja einiges. So kann ich halt nur sagen, würde mich freuen wieder, wenn ihr hier ein Herzerl oder einen Daumen hoch, je nach Plattform, da lassen würdet. Das spornt halt immer wieder an für die viele Arbeit, weil dieser Videoblog war am aufwendigsten bis jetzt, das alles zusammensuchen und schneiden, war ja auch ein bisschen länger. Und ich hoffe, wie gesagt, hat euch gefallen und habt die alten Aufnahmen auf alle Fälle auch toll gefunden. Also ich schaue mir es auch immer wieder mal gerne an, weil das sind wirklich ganz, ganz tolle Erinnerungen. Ein paar Aufnahmen sind schon älter, wie so mancher junger Flieger aktiv ist. Mein Gott, man kommt sich vor wie ein Dinosaurier. Naja, ist halt so ein Flugsaurier, der übrigens hier auch gefunden wurde. Hier gab es einmal Flugsaurier an der Hohen Wand. Ist aber schon sehr, sehr lange her. Na gut, hat mich gefreut, dass ihr wieder hier wart und hier zugesehen habt. Bleibt mir eins, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss. Bis dann. Servus.